Jo, moin Leute, was geht das? Willkommen zu einem neuen Quent the Witcher Card Game Parts. Let's go. Ja. Wunderbar. Ja. Das Headset funktioniert. Ich hoffe mal, audiotechnisch ist einigermaßen jetzt gut eingestellt. Für Quent. Und GOG hat einen neues Overlay. Echt mal cool ist, tatsächlich. Fight for it. Ja, dass die FPS nicht dauerhaft angezeigt wird. Hey. So. Wir haben alles, was wir brauchen, tatsächlich. Gegen wen fighten wir? Iridi. Shackles behalte ich dann mal. Könntest du durchkommen tatsächlich? Wir können so durchkommen. Wir müssen es nur intelligent anstellen. Appearances can be deceived. So. Draw two cards. Ah. Mach einfach mal den, ja. Wir chillen jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, was er machen wird. Einfach mal vom Schlimmsten aus. Okay. Uh-oh. Trouble approaches. So. Sollte ja nicht passen, so vom Zug her. Sieht ziemlich gut aus. So, dann sollte das noch nicht passen. So einigermaßen zumindest. Ist ein guter Zug gewesen. Eine gute Runde von uns. Definitiv in Ordnung. So, uns mangelt es natürlich jetzt an Karten. Einfach mal First Light und Rally. Ja gut, naja. Salutations. Kein Rally rausbekommen, ist aber in Ordnung so. Ich habe gehofft, wir ziehen den Medic. Medic wäre krass gewesen. Tatsächlich hoffe ich, dass. Also, ich spiele jetzt darauf hin, dass wir die Runde. Obwohl, ich könnte es tatsächlich drauf anlegen. Es ist halt die Frage, was jetzt mehr Sinn macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir halt jetzt hier mit dem Medic Bullshit ziehen, ist relativ hoch. Ihr sehen könnt. Ja. Na, da wenden wir einfach mal kurz unseren Trick des Todes an. Das ist so stupid. Der hätte bestimmt noch mal einen. Zur Hälfte sogar hätte noch mal einen. Tatsächlich ist auch schon einen ganzen Monat lang kein Update mehr gekommen. Moment. Mal gespannt. Coming. Blitz, mein Freund. Die Frage, was er macht. Ein Fran macht er. Ordnung. Das ist doch tatsächlich mal in Ordnung. Mensch. Es ist aber blöd, mein Freund. Ja. Schauen, was er jetzt noch hat. Oh. Intelligent gespielt von ihm. Muss man ihm lassen. Das muss man ihm lassen. Ich bezweifle, dass wir die Runde gewinnen. Außer Dinge passieren. Zweifel ist gerade, aber dass noch Dinge passieren. Ich muss passen und hoffen. Ja, tatsächlich muss ich passen und hoffen. Man hat Eridin, hat noch mal 11 Stärke aufs Brett. So.
Das heißt, er hat 11 Stärke plus noch was. Jetzt bräuchte ich einen Geralt. Tatsächlich bräuchte ich jetzt Geralt. Sonst wird das nichts. Er hat so viel Stärke, obwohl es wird auch so nichts, egal was ich bekomme. Ah ja, we lost. Wir können eigentlich passen tatsächlich. Wir hatten keine guten Karten auf der Hand tatsächlich. Da machst du halt nichts. Natürlich will er noch zeigen, was er hat und wie sein Deck ist, aber zeigt halt schon rein sein Deck. Halt nicht ganz. Glück. Monsterdeck halt, ne? Naja. Aha, ja, lief jetzt nicht so gut. Hätte aber besser, hätte halt schlechter sein können. Sagen wir so. Von dem her nicht so schlimm. Naja, ich weiß nicht. Ich hatte halt jetzt nicht dieses Follow-up tatsächlich, was ich gerne gehabt hätte. Und hab halt mal gehofft, dass Dinge passieren, aber. Naja, Dinge passieren halt nur, wenn man lucky ist. Und ich teile euch ziemlich wenig Glück in Gwent, was das angeht. Men of Kedwin, attack! Aber naja, so ist das halt, ne? Ein skellige Deck. Wie gesagt, es ist ja schon lange kein Update mehr gekommen. Darum, ich weiß nicht, wird eigentlich mal Zeit, dass skellige hart genervt werden. Weil die sind viel zu stark, finde ich tatsächlich. In dieser Hinsicht. Mein. Du brauchst halt ein bisschen Skill, aber das war's halt. Es ist halt, ich weiß nicht. Das ist nicht so, dass du sagst, hey yo, ich bin der beste Player, wenn ich Skellige beherrsche oder so. Generell, ich weiß nicht, ist das Deck oder halt diese Fraktion nicht so geil. Also viel zu stark. Weiß auch nicht. Aber gut, dem sei halt so, ne? Ich frage mich, wie wir das am besten ausspielen. Wir haben ziemlich gutes Zeug tatsächlich da. Das war's halt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Runde gewinnen tatsächlich. Im Gegenteil, ich glaube, wir verlieren die Runde sogar haushoch. Irgendwie, das wird nichts, glaube ich. So. Wir mal den hier. Sollte auch reichen. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, das ist einer der Leute, der einfach Stumpfkarten gekauft hat. So. Ich meine, seht ihr, er hat ein Deck und muss sich alles durchlesen. So, das weg nix. Bye, have a good time. Mal schauen, was wir erstmal rausbaiten können jetzt. Ich setze generell nicht auf die Runde jetzt. Das glaube, es wäre dämlich, wenn ich das machen würde. Für die zweite und dritte Runde einfach viel zu viel Follow-up, was gut ist. Tatsächlich. Ich hoffe zumindest, dass es einigermaßen gut ausläuft. Scheint aber so zu sein. Darum spiele ich jetzt erstmal los. Muss halt nur aufpassen, was passiert. Aber das war's halt im Endeffekt schon. Er hat's vorher schon durchgelesen und kapiert's nicht. Ist toll. Was macht das hier nochmal? Discard, drei Karten. Ich ist eigentlich nicht cool, dass du die jetzt spielst. Mag ich nicht, sorry. Das finde ich nicht cool von dir, Diggi.
Das Kommandanten. Einfach nur, weil wir es können. Es soll eigentlich eine Response von ihm kommen, wenn nicht, dann hat er das hart verloren. Set at my table and let's drink. Dum, 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 dum. You want peace? Fight for it. So, haben wir schon mal die Stärke gut auf dem Brett. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wir haben noch 21 Stärke, die nochmal kommt. Plus die Vergoldung dann nochmal. Es ist in Ordnung. Wir haben da ist ziemlich gute Runde jetzt tatsächlich. Freut mich. Die Schlacht der animierten Karten. Ne? So halb zumindest. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich seinen Berserker wegblitzen soll, aber er spielt die so aus, als hätte er noch was in der Hinterhand, darum kann ich es nicht in die Hände spielen, vor allem jetzt, wo alles perfekt ist. Gut, was heißt perfekt? Man könnte noch ein bisschen mehr draus machen. Ja, es war klar, dass er jetzt das random zieht. Wenn es aber dann Savage Bären spielt, dann werde ich den definitiv wegblitzen. Okay, da bekommt er am meisten Value raus, das verstehe ich. Valley. Ja, ist in Ordnung. Zwar keine Vergoldungskarten, aber das ist völlig in Ordnung. Ja, damit habe ich auch gerechnet. Mein, was hätte er anders machen sollen? Das ist natürlich die Frage, was ich kann jetzt ein bisschen rumspielen, aber das war's halt. Ich werde mal nicht redrawn. Das ist in Ordnung so. Wir haben perfekte Karten auf der Hand. Es wäre dumm, wenn wir da so was redrawn. Weil ich weiß nicht, was er noch hat. Hat er noch eine Meridium-Bombe? Hat er sonst noch irgendwas? Was kann ich denn wiederbeleben? Dinge kann ich wieder. Das ist schon mal gut. Das bekommen wir ja. Eigentlich bekommen wir ziemlich viel Value jetzt raus, wie wir hier wieder sehen. Einfach nochmal 13 Stärke aufs Brett mit einer Karte. Das gleiche können wir nochmal machen. Sind da zwar dann nicht vergoldet, aber es funktioniert halt ziemlich gut. Oh, das war nicht gut, glaube ich. Ich weiß nicht, was die Karte kann, aber das war kaputt. Ja, okay. Die macht Schaden, ne? Remove 3 Strength, then 2. Okay. Our shields are our ramparts. Ah, ich weiß, was er hat. Er hat jetzt noch die Buff-Karte. Da er jetzt noch die Buff-Karte hat, muss ich überlegen, was wegzublitzen dann in der nächsten Runde. Aber das ist erstmal nächste Runde angesagt. Da passt das schon. Ich meine, hier nochmal Value aufs Brett gebracht. Not bad. Not bad at all. Hat er jetzt denn noch? Er kann ja nichts mehr haben. Thanks. GG. That was easy. Aber er weiß, wenigstens, wann er verloren hat. Das ist halt zumindest in Ordnung. Ja? Das ist zumindest in Ordnung. So. Ja. Win Kappa. Ich hoffe, euch hat die Runde einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst gerne positive Bewertung da und Servus, haut rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.